Ich bin Charlotte Bosch, ich mache eine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau in Frankfurt und komme aus Stuttgart. Mein Lieblingsprogrammpunkt war Digitalisierung, da ich selber digital viel unterwegs bin und finde, dass das in der Politik noch nicht richtig angekommen ist. Ich fand total schön, dass es hier nicht nur um das Thema Europa geht oder auch Wirtschaft, sondern auch viel politische Themen. Ich bin Charlotte und ich würde noch mal ganz kurz zurückrudern, und zwar zum Bargeldthema. Da hatte ich eigentlich, weil wir darüber ja diskutiert hatten, eine Frage aber an alle diesmal. Und zwar ging es ja darum, dass du mit jemand an der Toilette darüber gesprochen hast und verwundert warst, dass jemand Junges, also relativ Junges, dann doch eher für Bargeld war. Da dachte ich so, komisch, also ich bin auch für Bargeld eher. Und deswegen meine Frage an alle, vielleicht durch Handzeichen kurz, wer wäre denn überhaupt für eine Abschaffung, also eine komplette Abschaffung des Bargeldes? Okay, danke. Warum denn abschaffen? Also warum soll nicht jeder entscheiden, wer bezahlen will? Unser Verein heißt UJUPA und wir möchten uns dafür einsetzen, dass ein Bundesjugendparlament gegründet wird von der Politik und dieses auch digital stattfindet. Ein Freund von mir, der Frederik, der mit mir den Workshop zusammengeleitet hat, hat vorgeschlagen, dass er einen Workshop über UJUPA machen könnte. Und ich habe vorgeschlagen, dass ich einen Workshop über Demokratiebeteiligung machen kann. Und das fanden wir da eine ganz tolle Idee, die beiden Themen zu kombinieren. Ich bin sehr überrascht, wie viel Input von den Teilnehmern kam. Sie durften ja auch selber am Ende noch was pitchen und vorbereiten. Was wünschst du dir als letzten Wunsch? Oh, wie cool. Also ich habe so viele Wünsche. Also, wie wär's, wenn wir den Brexit stoppen und... das sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, was ich mir alles wünschen soll. Okay, ich wünsche mir unendlich viele Wünsche, okay? Das neueste Produkt der Fee Europa GmbH. Persönliche Verantwortung. Heißt es, wir in Europa sind selber dafür verantwortlich, was wir uns wünschen und können unsere Wünsche erfüllen? Hervorragende Interpretation. Ich würde gern, wenn es das wieder gibt, auf jeden Fall wiederkommen.